Es wäre nicht. Also es ist noch ein bisschen unklar, wir müssen jetzt einfach Meldung machen. Ja? Okay? Alles klar. Funktioniert ja, ich helfe auch nicht. Thank you.
Wir befinden uns vor Ort vor dem alten Pflegeheim Burghalde in der Burghaldenstraße in Sindelfingen, Nähe Freibad. Da hat sich Folgendes ereignet. Eine Geruchsbelästigung, Schmorgeruch im ersten Obergeschoss des Altenpflegeheims bringt den Haustechniker an den Start, der das nachkontrolliert, und bei seiner Kontrolle stellt er fest, dass der Schmorgeruch tatsächlich vorhanden ist, mit einer leichten Rauchentwicklung, die sich beim Wiedereinschalten eines FI-Schutzschalters in eine Flamme umbildet, die er sofort mit einem Feuerlöscher ablöscht. Durch das Löschpulver und die leichte Rauchentwicklung kommt es zur Verrauchung des Flures. An dem Flur liegen 10 Patientenzimmer mit älteren, pflegebedürftigen Personen, die alle mit rauchdichten Türen ausgestattet sind. Der Abschnittsleiter Uwe Zoller ist sofort ins Gebäude und hat die Lage erkundet. Im Prinzip ging es nur um den verrauchten Flur und die Rauchableitung, die wir vornehmen und die wir über ein nicht belegtes Patientenzimmer horizontal ins Freie abgeleitet haben. Von der Feuerwehr Sindelfingen waren 5 Fahrzeuge da mit 45 Einsatzkräften, die Polizei und der Rettungsdienst mit Orgel und Notarzt. Und die Sache war von Anfang an schon stabil, deswegen haben wir nicht in einen 3 BI Brandstufe 3 erhöht, sondern es bei dem alarmierten 2 BI Brandstufe 2 belassen. Es ist der Hausmeister dem Rettungsdienst übergeben worden, der durch seine Erstmaßnahmen leichten Rauchgasintox hat. Ansonsten ist alles stabil geblieben. Was zu erwähnen ist, dass die Zusammenarbeit aller Kräfte, Polizei, Rettungsdienst und der Feuerwehr, vor allem aber den Pflegekräften und der Haustechnik im Haus hervorragend geklappt hat, sodass wir nach einer halben, dreiviertel Stunde wieder zurückfahren können. Und das tun wir jetzt auch. Schönen Abend, Dankeschön.